Was zur Hölle? Ich habe dieses Spiel gestartet und noch bevor ich den Aufnahmeknopf drücken konnte, flogen diese Schubladen hier auf und die Hemden sind rausgeflogen. Es sieht jetzt so aus hier gerade, als wäre das einfach nur so ein Bug. Als wären die Schubladen hier ineinander gebackt so und zappeln deswegen rum. Ich weiß nicht, ob das jetzt Absicht war vom Spiel. Ich meine, was zur Hölle ist da los? Ich glaube nicht, dass das gewollt ist. Auch die Dinger buggen da so ein bisschen rum. Nein, ich glaube, das ist keine Absicht gewesen. Hat mich erstmal zu Tode erschrocken gerade. Ja. Geht schon mal gut los. Jetzt sind die Hemden noch einfach mal verschwunden. Ach, ich mag Bugs. Bugs sind was Schönes. Eigentlich wollte ich ja hier weitergehen. Dann wurde ich erstmal mit Hemden beschmissen. Ach du Scheiße. Geht schon gut los hier. Ist das hier jetzt alles einfach mal ein bisschen verbuggt? Nee, das ist eine Laterne. Das darf so, ne? Huch. Was zur? Vielleicht war das eine Urne und ich habe jetzt ein bisschen Asche verstreut. Moment. Alte Bände. Hier knackt es schon wieder überall, ne? Ist hier nicht auf? Doch. Open. Was? Vielleicht sollten sich die Dinger doch bewegen. Und sind dabei... Musik. Und sind dabei einfach ein bisschen verbuggt. Das kann ja gut sein. Ich weiß es nicht genau. Oh, ey, bleib auf! Hallo? Öl. Zunderbuchse. Ich sag mal Buchse, der eigentlich falsch, ne? Eine Buchse ist was anderes. Ne, ich habe jetzt schon die eine Kerze angemacht. Das soll reichen. Haben wir hier noch was Spannendes? Hier mal diese Kisten, die man nehmen kann, aber sonst nichts damit anstellen kann. Da müssten ja eigentlich irgendwie Schätze drin sein, finde ich, oder so. Was suchen wir eigentlich nochmal? Ich glaube, wir suchen so... Läuft da wieder jemand da oben? Wir suchen hier fürs Laborgedöns, ne? Ich sollte von unten anfangen. Nix drin. Hör auf, hier in den Wänden zu krabbeln. Abgeschlossen. Jetzt haben wir hier so ein Ding bekommen. Die Tür zum Geschichtszimmer ist versperrt. Gibt es einen anderen Eingang? Das haben wir ja schon. Finde den Schlüssel zum Weinkeller, genau. Boah, wir haben jetzt hier schon ganz schön viel zu tun. Habe ich das Gefühl. Oh, hier sieht es aber creepy aus. Okay. Und hier schwanken die Wände auch wieder so abartig. Hey! Geh wieder auf. So. Ah. Eine Seeschlacht, die ist lustig. Eine Seeschlacht, die macht Spaß. Ich sollte vermutlich da lang gehen, aber ich will ja auch in... Ich guck erstmal, ob ich da irgendwie reinkomme. Oh, halt Fenster. Lass mich raus. Schon wieder dasselbe Bild, was hier überall hängt irgendwie. Uah, wie es sich bewegt einfach alles. Hey! Natürlich, ich kann über dieses Stück Holz nicht gehen. Was? Was war das für ein Geräusch? Nee. Boah, nee. Pudding? Was? Ach, die faucht mich schon wieder an.
Ach du heilige Maria. Grundrisse. Komm, wir gehen erstmal hier rein. Irgendwas bewegt sich da doch. Ist das das Klavier? Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the wars. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, here, and there. Let's get the servants working on it. Okay. Ja, dass hier alles langsam irgendwie zusammenfällt, ist mir auch schon aufgefallen. Ostflügel, Westhalle. Nehmt dies. Okay. Jetzt will ich aber gerade noch mal gucken, warum jetzt der Flügel da gespielt hat. Hab ich genau gehört. Ist aber nix. Okay, dann gehe ich da mal weiter. Oh shit. Ich wollte ja eigentlich da hinten noch rein. Oh, das ist jetzt aber schlecht, ne? Warte mal. Ich habe ja hier jetzt gerade so viele. Alle mal rein da. Bevor mir gleich hier das Licht ausgeht. Ja, geil. Jetzt? Das ist ja super. Zettel. Mami? Was passiert? 17th May 1839. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. Ach du Scheiße. It was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away. Unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety. Grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Okay. Er ist da also eingeschlossen worden in diesem Grab, in diesem ägyptischen Grab und hat dann dieses Licht gesehen, was ihm irgendwelche merkwürdigen Visionen eingebracht hat, bevor er dann gerettet wurde. Warum ihn das jetzt so umgeschmissen hat, das weiß ich auch nicht. Wie komme ich hier jetzt wieder raus? Jetzt sind ja alle Enden irgendwie dicht, oder? Königreich von Preußen, Mittelpreußen. Und kleine Zettelchen, okay. Was ist das? Da geht's vermutlich dann weiter. Zwar zerbrechlich, aber nicht mit der Hand. Ja, aber ich hab doch nix. Ich brauche irgendwas zum Aufbrechen. Moment. Jawohl. Ach du Scheiße. You have to be swift when you activate the first one. You hear that?
If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, Daniel. Okay, womit kann ich nicht zu vorsichtig sein? Es gibt eine Art geheimen Mechanismus in der Tür zum Geschichtsraum. Okay. Ein Luftzug und ein schwaches Licht scheinen hinter dem Regal. Es muss eine Möglichkeit geben. Raus da! Okay, ich muss bestimmt irgendwie einen Hebel oder so finden. Irgendwas krabbelt hier doch schon wieder rum. Ah, da ist jetzt aber mein Zettel, den ich lesen kann, oder? Ich habe nichts zum Draufschmeißen. Vielleicht geht mir das mit dem Buch. Warte mal, ich mach das mal an. Ist hier hinten auch noch eins? Ah, das ist trotzdem nicht hell genug. Okay. Da. Hallo? Geh auf. Vielleicht mehrere? Nee. Da ist noch eins. Okay, I got this. Was waren jetzt aber alle? Hm. Ah, da. Komm raus. Noch mehr, okay. Moment. Ich übersehe noch eins. Aber wo? Das ist keins mehr. Oder bin ich dumm? Vielleicht muss ich die der Reihe nach irgendwie aufmachen? Jetzt geht's gar nicht mehr raus. Auch interessant. Komm. Also manchmal will das nicht so ganz, wie ich das will. Jetzt, okay, ich muss nur schneller sein. Okay, bevor ich da jetzt aber hingehe, aua, will ich nochmal eben versuchen, ob ich das hier aufkriege. Lesen! Altstadt und Schloss Brennenburg 1801. Der sagenumwobene Ort Altstadt liegt mitten in den Wäldern Ostpreußens. Seit Jahrhunderten schon umgeben Geschichten das Dörfchen und das benachbarte Schloss Brennenburg. Die ruhigen, bewaldeten Berge mit ihren dazwischenliegenden Seen bieten einen wundervollen, malerischen Anblick. Dennoch, dieser Ort wird von der Dunkelheit heimgesucht. Aberglaube hat sich unter den Einheimischen weit verbreitet. Und den Durchreisenden bietet sich hier bei Gesprächen mit den Bewohnern zweifellos eine aufregende Unterhaltung. Alle haben ihre eigenen Geschichten zu erzählen, doch es gibt etwas, was sich in allen wiederholt. Die Sammler. Die Geschichte reicht zurück bis in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Man sagt, dass Soldaten, die ihren Dienst aufgegeben hatten, sich im kalten, dunklen Wald verliefen und dazu verdammt waren, für immer durch die Waldgründe zu streifen. Ihre Körper, von ihren verdorbenen Seelen gefertigt, entstellten sich und ihr Wesen veränderte sich. Im Laufe der Jahre wurden sie oft gesehen und man beschrieb sie als gräuliche Wiedergänger. Sie ziehen still durch das Unterholz und scheuen vor jedem zurück, der sie sehen könnte. Sie werden Sammler genannt, denn es scheint, sie streben danach, lebende Geschöpfe zu stehlen. Man kann ihre Opfer um ihr Leben kämpfen hören, im feuchten Leinensäcken, die Sammler hinter sich herziehen und die ihre Anwesenheit verraten. Welche dunklen Ziele mögen sie verfolgen? Der unbekannte Besucher. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts besuchte der bekannte Gelehrte Heinrich Cornelius Agrippa Altstadt. Er übernachtete 14 Tage im dortigen Gasthaus, während er nach Spuren vergangener Königreiche forschte. Alle bedeutenden Mitglieder der Gesellschaft nahmen von ihm Notiz und er wird in vielen Aufzeichnungen der Welt erwähnt. Eines Tages machte er sich auf den Weg, eine Höhle auf den nordwestlichen Lichtungen zu erforschen und wurde nie wieder gesehen. Es heißt, er starb etwa 10 Jahre später in Grenoble.
Er streitet ab, jemals in Altstadt gewesen zu sein, und man fragt sich, was damals wirklich passiert ist. Wer war dieser mysteriöse Mann, der das verschlafene Städtchen in den Wäldern besuchte, und was ist ihm zugestoßen? Der unsterbliche Baron. Der Baron von Brennenburg lebt mit seiner Familie ein zurückgezogenes Leben auf seinem Schloss nahe Altstadt. Und wie es bei den meisten adelig Geborenen der Fall ist, hat auch er nicht nur den Titel, sondern auch Gerüchte geerbt. Erforscht man die Geschichte, lässt sich nur wenig über das Schloss vor dem großen Brand im 16. Jahrhundert in Erfahrung bringen. Es wurde später von Alexander, einem Edelmann aus dem Rheinland, wieder errichtet, der die Rolle des Beschützers des preußischen Staates für sich beanspruchte. Durch Alexanders Hilfe begann die Region zu florieren, wodurch er sein ganzes Leben lang hohes Ansehen genoss. Die Familie war immer sehr verschwiegen, was Abstammung und Erbe betraf. Die Geburt und der Tod Alexanders und seines Nachkommens konnten daher nie vollständig dokumentiert werden. Das führte zu der Annahme, dass der Baron vor 300 Jahren aus dem Westen hierher kam, während der Zeit der Besetzung hier lebte und wie die großen Führer des Landes dem begehrten Orden des Schwarzen Adlers beitrat. Okay, jetzt haben wir wahrscheinlich ein bisschen was über diesen Alexander erfahren, beziehungsweise vermutlich einem seiner Nachkommen. Und über die Sammler. Und das gefällt mir nicht, dass wir hier was über die Sammler lesen. Vermutlich werden wir einem davon früher oder später begegnen. Ich habe so ein bisschen Angst, wir lesen was über Sammler und jetzt... Ob man sich hier auch verstecken muss? Weiß es halt nicht. Da ist aber ein Schlüssel und ich glaube, den brauchen wir, ne? Und ich habe das Gefühl, wenn ich was aufnehme, wird es irgendwas Fieses triggern. Da ist erst nochmal was zu lesen. Bezüglich der Schließung des Weinkellers. Wilhelm und seine Dummköpfe haben meine Forschungen lange genug gefährdet mit ihrem selbstvergessenen Umgang mit den menschlichen Gefäßen. Der Schultheiß hält ein wachsames Auge auf den Wald und tötet meine getreuen Bediensteten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie der Spur nach Brennenburg folgen. Ich muss Wilhelm und seine Männer wegsperren, um weitere Untersuchungen von der Öffentlichkeit zu vermeiden. Der Weinkeller wird daher verschlossen, bis die Sache geklärt ist. Entweder gehen die Männer des Königs oder sie werden verhungern. Was auch immer zuerst eintritt, meinetwegen können sie verrotten. Vielleicht werde ich ihnen etwas Wein zu trinken geben. Das würde in gewisser Hinsicht beide Probleme lösen. Ja, okay, deswegen wurde der Weinkeller, ja, ich hab's so gewusst, ich hab's so gewusst, ich hab's so gewusst. Irgendwas wird kommen. Es war so klar. Kommt überhaupt was? Scheiße.